Guten Tacho. Guten Tacho. Wir sind live auf Sendung. Ja? Ja, ich habe also live nicht, ich habe Video laufen. Okay. Guten Tacho, meine Freunde und Scorpelius-Freunde. Ich bin gerade mit dem Auspuff aufgesetzt. Ja, weil wir einfach zu fett sind. Wenn ihr heiratet, werdet ihr automatisch fett. Sobald ihr den Ring am Finger habt, wächst der Bauch und der Hintern. Aber die Kilos auf der Waage steigen. Bei mir war es ja vorher schon. Bei mir nicht. Ja, ein bisschen. Ja. Aber die Woche fangen wir wieder an, ne? Ja. Mit gesundem Leben, gesund essen. Oben sieht nicht so schön aus, ne? Egal, wir haben Regenklamotten an. Ja, ich nicht. Du hast doch Regenjacke an? Ja, gut, ja. Ich auch. Reicht doch. Und wir haben Helm. Ja, aber leise ist die nicht, ne? Ich glaube, da hinten hörst du noch ein bisschen mehr als ich hier vorne. Die ist sehr laut. Aber schön laut. Aber darf das so sein? Aua. Dann kommen Helmut und Bruno, meine beiden Polizisten, und sagen, ich darf doch nicht mitfahren. Das ist legal so alles, ja. Irgendwas brennt. Wo? Irgendwas riecht nach verkokelt. Ach so. Vielleicht meine Hose? Nee, das kann nicht. Der Auspuff ist weit unter dir. Ja, okay. Ach, schön. Du bist genau ein Jahr nicht mehr gefahren mit mir, ne? Ja. Ja. Stimmt. Ein Jahr nicht mehr. Ein Jahr nicht mehr. Alter, da fahren wir aber nicht hin, ne? Das ist aber total da hinten. Ja, aber es ist alles gut. Ich kann gut sitzen. Ja, perfekt. Da hinten geht die Welt runter. Ja, wir fahren mal in eine andere Richtung, wo es ein bisschen heller ist. Wir fahren in den Twister. Ja, ich hätte ja gedacht, wir fahren Richtung Sanden, aber dadurch, dass das zieht ja auch hier hin, nee. Mir ist egal, wo wir hinfahren. Mir ist auch egal, wenn wir nass werden. Leck mich im Arsch! Es ist warm. Ja. Kennst du diese Helme, die so einen Scheibenwischer haben? Nee. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Aber es gibt so ein Ding, das kann man an das Visier machen und dann so ein kleiner Scheibenwischer. Okay. Ja, aber ich glaube nicht, dass das zugelassen ist, weil das will ich auch nicht. Das behindert ja auch. Ja, warum fährst du denn auch 15 Mal im Kreisverkehr? Ich will ja hier lang. Ach so. Wir müssen auf jeden Fall was Leckeres trinken fahren. Ist auf der anderen Seite sowas wie ein Roadhouse? Roadhouse. Sowas? Ich weiß nur, Hamminkeln, Rehde, Rasfeld. Hier weiß ich sowas nicht. Ich auch nicht. Ja, Bottrop vielleicht, aber ich weiß nicht, wie das Wetter bis dahin ist. Ich müsste dann mal eben anhalten, beobachten, wo die Wolken hingehen. Ey, da ist eine bunte Wolke. Da ist eine Wolke, die in Regenbogenoptik ist. Muss mal gucken. Das sah voll krass aus. Von hier auf jeden Fall. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. So, jetzt müssen wir eben die Wolken beobachten hier. Wenn wir nass werden, werden wir eh nass. Es soll heute eh zwischendurch regnen, ist doch egal. Ja, die Wolken kommen von da. Also der schlimme Teil ist schon weg. Nee. Ja, siehst du mal. Na, nur wenn wir jetzt in die Richtung... Oder sollen wir einfach riskieren? Ist mir doch egal, ja. Ja, komm, riskieren wir. Aber was wollen wir denn in Xanten? Ja, da können wir uns doch hinsetzen, da. Der Nord-Süd-Dingsee. Okay. Jetzt fahren wir wieder zurück. Dieser Mann weiß einfach nicht, wo er lang soll. Ja. Er ist ein bisschen lost. An den nächsten Tank halten wir mal an, mal Luftdruck prüfen. Kann dann, dass das ein bisschen... Ja, ja. So kann man es auch nicht sagen. Ja, ist so wahrscheinlich. Oh, Vorsicht! Was denn? Da kommen Autos. Kommen wir hier überhaupt hoch mit unserem Gewicht? Ja. Das geht schon. Warum hat er jetzt Lichthupe gemacht? Wer? Ach, die hat Licht deswegen, um mich zu warnen. Ja, das ist aber nett. Ja. Damit du nicht rausziehst. Ja, und auch die da vorne. Ach, ist doch nett. Weil es gibt auch noch nette Menschen im Straßenverkehr. Manchmal.
Ja, und wenn du ein Video machst, willst du dann nicht irgendwas sagen? Nein, doch. Was denn? Du redest doch immer in deinen Videos. Jetzt redest du. Das ist eigentlich nur ein Testvideo, da, ob das überhaupt funktioniert. Mit Ach, Dualvloggen. Ja, Dualvloggen. Dann mit der Kamera jetzt. Welche Kamera ist denn jetzt da drauf? Die DJI? Ja, die neue. Aber es scheint gut mit der zu funktionieren. Die letzten Videos waren auch sehr gut, ne? Ja, ich habe keine Probleme. Oh, guck mal, der Papageienmann ist wieder da. Mit einer Angel. Was macht der dann? Fischt der die dann wieder ein oder was, wenn die wegfliegen? Der hat zwei Papageien. Ja, der ist ein bisschen crazy. Ja, ich bin mal auf morgen gespannt. Ich auch. Und morgen nehmen wir ja auch direkt auf. Aber du sagst noch nicht was, ne? Nee. Das wird eine Überraschung. Eigentlich nicht, aber... Doch, eigentlich schon, weil ich glaube nicht, dass ihr das von ihm erwartet hättet. Nee. Was morgen passiert. Dieser Mann wird nämlich alt. Ich hatte gerade irgendwie eine Störung im Funkkanal. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Die Harley ist so laut, dass ich mich selber nicht sprechen höre. Ja, das finde ich gut. Also hört du mich denn normal? Ich höre dich ganz normal, ja. Ich höre mich gar nicht selber sprechen. Wie? Also durch deine Kopfhörer sollst du dich auch nicht selber hören? Ich höre meine Stimme gar nicht. Ja, durch meine Ohren, nicht durch die Kopfhörer. Ach so. Ist das so laut da hinten? Ja, ich höre mich nicht sprechen. Das sind ja nur, weiß ich nicht, zwei Hände breit und dann... Ja, es ist richtig laut. Okay, ja, das... Aber... Ich weiß nicht, ob das an dem neuen Auspuff liegt, aber als wir sonst gefahren sind, war die Vibration manchmal unangenehm hinten. Ja, doch, das liegt an dem neuen Auspuff, weil der jetzt ordentlich verbaut ist. Die Vibration, jetzt höre ich mich wieder, die Vibration war sehr, manchmal, wenn du so Gas gegeben hast, war die sehr unangenehm an manchen Stellen. Du fängst an zu onanieren. Aber jetzt... Jetzt merkst du es nicht mehr so, ne? Nee, das fühlt sich gut an. Ja, weil also, der Auspuff ist jetzt auch richtig fest verbaut. Da waren ja richtige Ankerplatten bei. Und bei der alten Konstruktion hatte ich ja nur so ein Blech gebogen, ja, damit er nicht runterhängt. Das war's. Ja, kein Wunder. Ja, das hat sich aber auch nicht richtig an. Ja, guck dir mal den Pollenflug an. Das, wir rotzen uns gleich in unsere Helme. Ja, wir hatten jetzt eh erstmal eine Tanke da vorne. Okay. Also Leute, erster Aalblock. Mit meiner Old Lady hinten drauf. Oh ja, schon wieder rot. Ja, leck mich doch am Arsch. Aber vielleicht will die Ampel nicht, dass wir nass werden. Also. Okay. Das kann sein. Genau vor einer Woche war der Ride-Out, wo wir auch zum Schluss ein bisschen nass geworden sind. Habt ihr euch wieder an der Shell getroffen? Ja, immer hier, ja. Immer? Ja. Ja, muss ich mir für nächstes Jahr einen neuen Ding aussuchen. Ich weiß wo. Wo man sich treffen kann. Ja, gut. Aber ich verrate das noch nicht. Ja, okay. Jetzt müssen wir außerhalb des Videos drüber sprechen. Ich weiß aber wo. Ich habe eine gute Idee wo. Juhu! So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist hier so eine Luftschutz. Warum ist das Ding denn gesperrt? Ja, keine Ahnung. Das war vor einer Woche auch schon, haben uns auch alle gefragt. Das ist immer gesperrt. Oh, das ist aber ein schönes Ding. Ja. Mit Anhänger. Der hat sich gefreut. So, hier ist gar kein Luftteil, ne? Luftdruck. Oder? Das? Nee. Ja, dann fahr mal ein Stück vor, damit ich runtergehen kann, dann guck ich mal. Ja, warte. Komm, schick mal die BMW hier weg. Wir mussten jetzt beide. Ah, doch. Ah, siehst du, ich hab Kleingeld. Ja, sag mal was. Hallo. Wir sind genau 3 Minuten gefahren. Ja, so ungefähr, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Haben die denn heute Regen angesagt? Auf meiner App nicht, ne. Ja. Aber das heißt ja da irgendwie nichts mehr. So, jetzt darf ich mich nur nicht blamieren. Ja, das wäre jetzt. So, jetzt halt das fest, damit das aussieht, als ob ich ganz geschmeidig da drauf gehe. Ja. 1, 2, bist du bereit? Ja. Scheiß euch. Das war so. Hast keiner geguckt. Ich hab's aber gesehen. Die ist einfach zu hoch.
Ich krieg mein Bein da nicht hoch. Ja, wir haben die Beine, ach, die Beine aufgepumpt, sag ich. Die Reifen wieder aufgepumpt. Juhu! Ich hab dir fast platt gefahren. Mein Fuß ging einfach nicht höher und höher und höher. Und ja. Ich denke, irgendwie peinlich, aber es hat keiner gesehen. Ja, Leute, große Ausfahrt und großes Video wird's heute nicht. Es ist mal wieder ins Wasser gefallen. Ich bin noch nie so im Regen mit dir gefahren, glaube ich. Nee, wir haben uns eigentlich immer schönes Wetter ausgesucht. Ja. Doof gelaufen. Ey, können wir eigentlich die Visiere auch mit diesen Abperldingen einreiben? Ja. Wie für Auto? Ja, eigentlich schon. Obwohl das Plastik ist? Ja. Habe ich letzte Woche sogar drüber nachgedacht. Ja. Habe ich aber vergessen zu machen. Okay. Ja, meine Hose ist schon durch. Meine Knie sind nur nass. Ja. Weil die ein bisschen abstehen. Ja. Mir läuft schon Wasser in die Schuhe. Ernsthaft? Ja, ja, das geht schnell. Ich sitze ja hier genau in der Schneise, wo Jesus das Wasser trennt sozusagen. Und das spritzt dann genau in meine Schuhrichtung. Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel. Warum hast denn du auch solche Schuhe angezogen? Aber ich habe auch Vans an. Ja. Richtig dumm. Aber ich dachte, es wird schönes Wetter. Ja, ich auch. Gut, dass ich die noch nicht geputzt habe nach dem Ride-Out. Ja. Weil da war genauso jetzt auch. Nur dieser Starkregen mit dem Gewitter kam genau, als wir zu Ende waren und den gesamten ankamen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Zwischendurch hatten wir mal so ein bisschen immer. Ja. Oder waren mehr die Straßen nass. Also hatten wir nur ein bisschen nasse Füße, es ging. Aber sonst war der Tag eigentlich ganz schön, ja. Aber überleg mal, wie viele von weiter weg gekommen sind, die so noch nach Hause fahren mussten, wenn sie nass waren, ne? Ja, aus Köln kam ja einer noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber ich glaube, der hat schon mal unter Kommentare geschrieben, hier aus Köln, nächstes Mal bin ich dabei. Und ich glaube, das war der auch. Ja, aber du kannst dir eh keine Namen merken. Nee, aber ich weiß, dass es ein einziger war aus Köln und ich denke mal, dass er das war. Ja. Also wenn du das siehst, Grüße Richtung Köln. Sei nicht böse, Scorpelius kann sich nie Namen merken. Nee, müsste ich jetzt ernsthaft Kommentare durchsuchen. Das ist in der Familie auch so. Naja, ich weiß auch nicht, wie meine Eltern heißen und Geschwister. Bei deinen Nichten hast du immer nicht der ein, nee, Kind 1 und Kind 2. Ja, ja. Ja, genau. Aber ja, doch, das Luftaufpumpen hat was geholfen. Ja, so, dass ich mein Bein da nicht mehr drüber kriege und da hing wie so eine Bekloppte. Irgendwas ist an meinem Knie aufgedutscht. Ja, entweder ein Tropfen, ganz dicker, oder... Tat voll weh. Eine Hummel, eine Fliege. Kann alles sein. Ich bin eine Biene. Weiterzufahren macht jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel Sinn. Boah, nee, nicht mit nassen Füßen, Schatz. Okay. Weil dann bin ich wieder krank. Guck mal, wie lange ich krank war. Aber ich bin mal gespannt, ob das klappt mit dem Ton alles so auch, ne? Mit der Aufnahme. Wenn das geht. Mit der GoPro hat das ja alles geklappt, aber eigentlich ist das jetzt genauso verkabelt für solche Fälle. Und du nimmst jetzt aber, wie nimmst du denn den Ton auf? Ja, so wie ich das mit der GoPro aufgenommen habe. Ich habe ja übers Handy? Nee, nicht. Ach, das mache ich schon lange nicht mehr, Schatz. Das mache ich schon 3 Jahre nicht mehr so. Ja, aber wie soll denn das Gerät meine Stimme aufnehmen? Ich habe ein Mikrofon hier drin für mit dir zum Sprechen, so wie du das auch drin hast. Ja. Und ein Mikrofon für Aufnahmen für die GoPro, also DJI jetzt. Ja. Und ich habe so einen Y-Stecker, wo du dann zweimal, das ist zweimal die, wie du kennst, vom Kopfhöreranschluss. Ja. Und da gehen einmal der Ausgang von den Lautsprechern hier rein. Okay. Also da habe ich einen Y-Stecker und der geht dann einmal zur Kamera hin. Mhm. Und ein, wo der eigentlich hingehört. Und somit habe ich eine Seite quasi, also ich sag jetzt mal links. Der spaltet das dann. Genau, links nehme ich dich auf und rechts nehme ich mein eigenes auf. Und dann kann ich das am Computer zusammen mixen. Das interessiert mich, Scheiß. Crazy. Ja, sonst, wenn ich jetzt alleine fahre, habe ich das Funkmikrofon vorne drin liegen. Ohne Kabel. Und wenn man die Kamera wegnimmt und irgendwo hingeht, dann hört man mich trotzdem. Und so, oder umgekehrt. Oder, weißt du, kann bis, weiß ich nicht, 30 Meter Funkstrecke. Ist das auch mit so einem Bausch da dran? Ja, so wie die ganzen YouTuber in der Hand haben, wenn die da reinreden, das gleiche Ding. Davon habe ich 2 Stück.
cool. Ja, ich habe das gesehen. Wo lag das denn? Oben lag das irgendwo. Neben Plattenspieler habe ich es gerade liegen. Eins. Ja, genau. Ja, Leute, ja, aber das warum? War dann. Warte, ich mach mal eben Abmoderation. Oder hast du noch was Wichtiges, was rein kann? Ja, ich möchte noch was sagen. Okay, dann sag mal. Warum ist dein Ton immer so gut und bei voll vielen Motovloggern so kacke? Kann ich dir nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, okay? Ja, sie meint zum Beispiel von Kulewu oder ja, von vielen großen Motovloggern ist irgendwie der Ton nicht so geil. Keine Ahnung. Die nutzen irgendwas anderes oder schreien zu sehr rein. Oder nicht gut genug ausgepegelt. Okay. So, jetzt aber Leute, auch wenn es so ein kurzes Video ist, erste Video, Dual-Vlog mit meiner Old Lady hinten drauf, Adventure Yussi und ja, meiner Wenigkeit. Ja, das war heute ein Testvideo. Im nächsten Video werdet ihr erfahren, warum das so ist. Ich sag dann jetzt schon mal ciao, haut rein, Kanal abonnieren, liken, kommentieren und der ganze Scheiß. Ihr wisst Bescheid. Okay, so, wir begeben uns jetzt ins Trockene. Haut rein, ihr kleinen Storche. Tschüss. Drop it like a thought. Drop it like a thought.